Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Mini-Metro. Lange ist es her, als ich das letzte Mal hier gespielt habe. Heute schauen wir uns mal die Budapest-Map an und fahren einfach in der Kampagne weiter, so gesehen. Und ich würde sagen, wir starten einfach gleich mal. Grabe unter der Donau, um die zweitälteste U-Bahn der Welt zu erweitern. Dann schauen wir uns das doch einfach mal an. Okay, wir haben drei Linien und zwei Tunnel. Und wie immer wird es am Anfang etwas langweilig sein. Bis das Ganze dann etwas Fahrt auf sich nimmt. Okay, da haben wir jetzt schon das Problem, dass die Tunnel fehlen. Aber das sollte trotzdem kein großes Problem sein. Okay, erste Woche schon vorbei, gut. Ich würde sagen, das Viereck hier wird unser Main-Bahnhof. Deshalb führe ich hier jetzt einfach mal alle Linien drüber. Um zu schauen, wie das dann so funktioniert. Sorry übrigens für den Greenscreen hinter mir, der nicht gerade gut ausgeleuchtet ist. Aber ja, es ist immer noch ziemlich heiß und deshalb habe ich jetzt nicht alle Lampen an, wie sonst. Und auch der Ventilator läuft etwas, ich hoffe, den hört man jetzt nicht allzu gut. Ansonsten tut es mir wirklich leid dafür, aber irgendwie muss ich ja trotzdem noch hier überleben. Bei dieser Hitze. Ist das schlau? Doch, doch. Sollte eigentlich noch reichen oder auch nicht. Sehr gut. Ey, war's das jetzt schon? Okay. Ach du Scheiße. Das waren 5 Minuten. Neustart, bitte. Das lief gar nicht gut. Da habe ich irgendwas verpasst. Hm.
schräg. Eigentlich läuft es doch immer ganz gut am Anfang. Aber nur irgendwie hier jetzt nicht. Mal schauen. Wie das so läuft. Woche 2. Ein Tunnel ist wichtiger als eine Linie. Weil hier der Fluss durchgeht. Die gelbe Linie ist jetzt schon ziemlich lang. Diesmal muss ich auf jeden Fall aufpassen, bevor sich hier wirklich alles aufsteckt. Bremst natürlich die Bahn recht ab. Und Blau hat jetzt schon ein bisschen Problem. Es ist doof. 4 Kreise auf einen Fleck. Aber wir bekommen gleich eine neue Linie. Dann sollte das kein Problem sein. Oder auch nicht. Waggon. Das kann man hier nicht schlau machen. Höchstens vielleicht so, aber dann finde ich, braucht die Strecke hier eine zweite Bahn. Rot geht noch von der Länge her. Gelb ist auch ziemlich lang. Vielen Kurven. Daher kommt hier auch ein zweiter Zug in Einsatz. Das ist doof. 5 Punkte ist der Kreis auf einen Fleck. Ja. Ja, nice. Noch mehr Kreise. Zumindest staut sich's gerade nirgends. Okay, Blau könnte noch den zweiten Zug gebrauchen. Da haben wir jetzt ein Problem. Da uns die Tunnel fehlen. Ich lasse das mal kurz außen vor, da ja gleich Sonntag ist. Und wir hoffentlich einen Tunnel auswählen können. Schon schlecht aus. Wenn ich ehrlich bin, sieht das jetzt schon schlecht aus. Wir haben hier so viele Kreise auf einen Fleck. Das kann man nicht schlau machen. Ja, weiter geht's eben gar nicht. Dreiecke gehen hier.
Hier hin, da ist es ein. Die müssen einen recht langen Weg fahren. Ja, gut. Rot sollte das eigentlich alles stemmen können hier. Hat Blau nicht auch einen zweiten Zug? Hier. Komm schon, sammel die ein. Okay, gut. Ja moin. Ich brauche Tunnel und eine Strecke, Alter. Junge, das Budapest ist schlimm. Sorry an alle Budapester. Aber das sieht echt schlimm aus hier. Sie ist auch einfach so doof. Wir bräuchten eigentlich wie ein Hub für das eigentlich nur ein Tunnel gebraucht wird. Hier oben, hier unten, also hier in der Mitte und unten. Und dass hier alles irgendwie zusammenkommt und dann hier noch. Ja, aber das jetzt alles umzumodeln, geht glaube ich schlecht. Man könnte es versuchen, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Vor allem diese ganzen Punkte hier. Ich kann das ziemlich vergessen. Da fällt jetzt wieder der Tunnel. Ach, die sind hier alle noch bedient. Da ist ein Timer, Leute. Mach's halt noch komplizierter. Oh mein Gott. Was sollen diese ganzen Kreise dort? Junge, Junge, Junge. Das geht absolut gar nicht. Haben wir irgendwo ein Problem? Blau hat gleich ein Problem. Um zum Kreuz zu kommen, müssen sie den ganzen Weg hier fahren bis... Hier umzusteigen. Alter Schwede, Rot hat auch ein Problem. Woche 5. Nee, eine Linie bringt mir ja gar nichts. Oh mein Gott, ich bin doof. Eine Linie bringt mir ja absolut gar nichts. Weil man hier gar nicht drüber kommt. Ich kann höchstens irgendwie Special-Dinger verbinden. Ja. Können sie wenigstens hier und hier umsteigen. Und Rot muss
Halt immer diesen langen Weg hier gehen. Das wird gar nichts. Budapest ist hart. Ziemlich hart. Rot. We got a problem. Please solve that. Elektra, Errungenschaft freigeschaltet. Weißt du, der nimmt so viele Leute hier mit und trotzdem ist hier immer noch dann, hier auch. Blau hat es mittlerweile etwas im Griff. Es ist Mittwoch. Grün. Fährt fast umsonst. Da hat es zwei. Gib mir mal diesen Waggon, please. Rot hat ein Problem. Blau funktioniert eigentlich gut. Es sind drei Züge drauf. Wir können das stemmen. Aber Rot ist ziemlich am Arsch. Sieht zumindest besser aus als vorher. Aber trotzdem nicht ganz so gut. Was ist schlau, ein Waggon oder eine Linie? Ich würde sagen Waggon. Aber wo? Möglicherweise dann doch bei Blau. Wo ist Gelb? Hat es bei Gelb gar keinen Zug mehr drauf? Gelb hatte gar keinen Zug. Was? Hier sind einfach zu viele Kreise auf einen Punkt. Das kann man nicht schlau machen. Sechshundert Punkte. Sieht zumindest besser aus als vorher. Aber da ist ein Timer. Den wir nicht gestoppt kriegen. Eigentlich ist es ja ein bisschen schummeln, wenn man hier einfach die Züge hin und her packen kann. Da das ja gar nicht möglich ist. Aber mal außen vorgestellt, dass es möglich ist. Rot hat ein Problem, Junge. Rot hat ein Problem, ich glaube, das war's.
Ich glaube, das war's. Yep. Oder doch nicht? Ja, Blau hat auch ein Problem. Das war's ja. Das war's. Oder auch nicht. Oh, das war mega knapp. Das war unglaublich knapp hier oben. Der Zug hat es gerade gerettet. Aber trotzdem können wir das hier nicht mehr stemmen. Hier hat es einen Timer, hier, hier. Es ist nicht mehr machbar. Da sind zu viele Leute. Zu viele. Ne, selbst wenn ich... Ne. Drei Timer auf einmal, das ist vorbei. Ende. Wegen Überlastung dieser Station musste der Betrieb eingestellt werden. 879 Fahrgäste fuhren mit deiner Metro innerhalb von 45 Tagen. Ja. Gut. Können wir uns noch kurz die Statistik ansehen? Da ging es dann ab. Hier ging es ab. Okay. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's von Budapest. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Mini Metro. Haut rein. Bis dahin, gute Fahrt. Tschüss.